Was bisher geschah? Mein Name ist Beowulf. Er hatte dieses Medaillon mit zwei Raben drauf. Das Ganze war lange, bevor wir uns begegnet sind. Sie will ein großes Unrecht, das sie früher begangen hat, aus der Welt schaffen. Ihre Spur hat mich nach Norden geführt, immer weiter. So weit in den Norden, wie ich noch nie war. Gibt es zu diesem Bild eine Geschichte? Sie werden Walküren genannt. Sie sieht anders aus als die übrigen. Xena. Weißt du was über diese Walküre Xena? Xena riss Odin aus seiner Verzweiflung, indem sie ihre Lebenslust mit ihm teilte. Dafür machte er sie zur Walküre. Erzähl mir vom Rheingold. Du musst vor allem wissen, das Rheingold ist sehr gefährlich für alle, die der Liebe nicht entsagt haben. Ich hoffe nur, dass wir unterwegs nicht auf Grindel stoßen. Wer ist Grindel? Was ist Grindel, musst du eher fragen. Wir sind in Grindels Gebiet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie finden, wird immer geringer. Dann müssen wir uns mehr beeilen. Ich will damit sagen, mach dir nicht so viele Hoffnungen, Gabriel. Ich verlasse mich nicht auf Hoffnung. Xena ist schwer zu töten. Xenas Blut. Hier war es zu Ende. Sie muss entkommen sein. Es ist nicht lange her. Gabriel, bist du wirklich ehrlich zu dir selbst? Alles, was wir sehen, deutet doch darauf hin, dass sie... Sie ist geflohen. Sie hat auf ihre Chance gewartet und ist entkommen. Wo sind ihre Spuren? Ich sage euch, sie lebt. Wenn wir uns aufteilen, sparen wir Zeit. Xena? Da. Nie wieder. Sieh dich nur an. Ja, ich weiß. Es geht schon. Also mach keinen Wirbel. Gabriel! Gabriel! Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Xena braucht Wasser. Xena? Ja. Wisch dich mal ab. Du siehst furchtbar aus. Danke. Ich sehe mal nach unserem Freund. Pass auf, ja? Ich habe mein Leben lang darauf gewartet, dich kennenzulernen. Ich glaube, ich hätte mich vorher kämmen sollen. Ich hätte nicht daran zweifeln sollen, dass du am Leben bist. Nur die legendäre Xena kann sich gegen Grindel und den Ring behaupten. Ich habe gedacht, die legendäre Xena ist im Norden nicht besonders willkommen. Schwächlinge sind es, die dich nicht mögen. Aber ich habe großen Respekt vor dir und deiner Philosophie. Seit ich die erste Geschichte über dich gehört habe, will ich eine Kriegerin wie du sein. Die für den Kampf lebt und ehrenvoll stirbt. Ich bin sehr viel klüger geworden seit dieser Zeit. Ich habe gelernt, Leben, Liebe und Frieden zu schätzen. Warum? Was ist passiert? Eine ganze Menge. Es scheint weg zu sein. Da draußen irgendwo ist es. Als wir Gabriel gerufen haben, ist es uns ausgewichen. Wahrscheinlich will es uns den Rückweg abschneiden. Du hast recht. Also verschwinden wir. Nein, Gabriel, ich kann nicht weg. Grindel und ich müssen uns unserem Schicksal stellen. Gabriel, ich weiß, dass ich dich nicht überreden kann zu gehen, aber ihr zwei solltet uns verlassen. Ihr könnt ein andermal kämpfen. Das hier ist meine Sache. Unsere, meinst du? Ich verlasse Gabriel nicht. Ich auch nicht.
Dann stecken wir also zusammen drin. Folgt mir. In einer Zeit, als die alten Götter herrschten, schrie das Land, das Kriegsherren und Könige in Aufruhr versetzten, geradezu nach einer Heldin, die für das Gute kämpfte. Xena folgte dem Ruf, die Kriegerprinzessin, die ihre Stärke in wilden Schlachten erworben hatte. Mit ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft trotzte sie jeder Gefahr. Ihr Mut sollte die Welt verändern. Das ist sie. Das ist ihre Höhle. Willst du wirklich da rein? Das will ich. Wie sieht dein Plan aus? Ich werde Grindel hier auflauern. Wenn sie in Position ist, bringt ihr die Höhle über ihr zum Einsturz. Ihr? Was ist diese Grindel? Ein Fehler. Vor vielen, vielen Jahren begangen. Ich habe die Rheinjungfrauen überlistet und ihr Gold gestohlen. Nicht wegen des Reichtums, den es mir beschert hätte, sondern wegen der Macht, die Odins Runensteine vorhergesagt hat. Schmolz das Rheingold und all seine Macht floss in einen Ring. Der Ring konnte einem Sterblichen die Macht eines Gottes verleihen. Gib mir den Ring! Ich hab dich schon mal besiegt, Grinhilda. Das kann ich jederzeit wieder. Ich werde die Macht des Rheingoldes bestimmt nicht in die Hände eines Monsters wie dir fallen lassen. Der Ring hat keinen Nutzen für dich. Du weißt, was die Runen sagen. Wenn du der Liebe nicht entsagt hast, dann wird seine Macht das zerstören, was dir am meisten bedeutet. Die Runen sagen auch, dass in jedem, der ihm überstreift, eine Welle gottgleicher Kraft aufbrandet, bevor die Zerstörung einsetzt. Du glaubst also, du kannst mich besiegen, bevor er dein Innerstes zerstört. Ich gehe das Risiko ein, um dich zu vernichten. Die Walküren hatten das, was man Ehre nennt, bevor sie anfingen, den Blutdurst zu verherrlichen. Das hast du uns gelehrt. Dann lass uns mal sehen, was du behalten hast. Yeah!
ganz neue Grünhilda. Also jetzt wissen wir, was dir am meisten bedeutet hat. Du hast verloren, was dir zutiefst am Herzen lag. Deine Menschlichkeit. Deine Schönheit. Das Monster, das meine Leute umgebracht hat, ist eigentlich Grünhilda? Die Walküre? Warum hast du sie nicht einfach getötet? Der Tod wäre viel gnädiger gewesen als das, was ich mit ihr vorhatte. So furchtbar sie in ihrer neuen Gestalt auch war, sie wusste, dass sie mir nicht gewachsen war, wenn ich den Ring trug. Sie ist geflohen. Mit Ketten, die ich Odin gestohlen hatte, und ihrem Rabenmedaillon machte ich aus dieser Mine ihr Gefängnis. Grünhilda sollte ihrem Schicksal entgegensehen. Ich wusste, eine solche Gefangenschaft würde für sie eine schreckliche Folter sein. Ich wollte, dass sie für immer unter ihrer Hässlichkeit litt. Glaub ja nicht, dass dir das irgendwas nützt! Diese Ketten halten dich für alle Ewigkeit fest. Du wirst dich der Macht des Ringes nie bedienen, niemals! Ich würde ohne den Ring nicht in den Käfig gehen und Grünhilda würde ihn mir nicht geben. Eine echte Pattsituation. Ich wusste, die Macht des Ringes würde ihr nichts nützen, es sei denn, sie lernte der Liebe zu entsagen, nicht wahr? So ist es. Eine Gefangenschaft von 35 Jahren vertreibt die Liebe aus jedem Herzen. Sobald dies geschehen war, benutzte sie die Macht des Ringes. Sie brach aus. Und nichts konnte ihrem mörderischen Umtrieb Einhalt gebieten. Seid ihr bereit? Hol's dir ab. Komm her. Na komm schon. Worauf wartest du, hä? Komm her. So ist es gut. Komm schon. Sie kommen. Auf Xenas Zeichen. Du willst es doch. Du erinnerst dich an mich, oder? Komm schon. Komm schon. Ich hab dir doch gesagt, du sollst warten. Ich höre nie auf dich. Thank you.
Was ist mit dir? Ich weiß, was ich mache. Geh! Gabriel, pass auf! Gabriel, bist du verletzt? Alles in Ordnung? Xena! 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 Sie ist auf der anderen Seite. Vergib mir, Grünhilda. Alles in Ordnung? Ja. Alles in Ordnung. Du hast sie getötet. Es ist vorbei. Ich hatte dem Monster, das ich vor Jahren in der Mine eingesperrt habe, einen Finger abgeschnitten. Das, was ich gerade getötet habe, hatte alle Finger. Wenn das nicht Grünhilda war, was war es dann? Das ist Grünhilda. Ich weiß nicht, was ich da getötet habe, aber sie ist nicht erfreut darüber. Wir müssen zu den Rheinjungfrauen. Ich habe was, das ihnen gehört. Thank you.
Sie will die Macht des Ringes wirklich aufgeben. Sie ist nicht die Xena aus den Legenden. Sie kämpft jetzt für das Gute. Ich weiß nicht. Ich meine, im Kampf überzeugt sie mich absolut. Als Kriegerin muss man nicht nur mit der Waffe umgehen können. Man muss für das kämpfen, woran man glaubt. Für die Menschen, die man liebt. Bevor ich dich getroffen habe, dachte ich, es gibt für uns keine Liebe, außer der Liebe zum Kampf. Jetzt mal was anderes. Brunhilda, kannst du auskundschaften, wie es auf der anderen Seite des Hügels aussieht? Danke. Ich mag sie nicht. Warum sagst du das? Ich weiß auch nicht. Sie ist einfach nicht das, was sie uns erzählt hat. Sie ist auf der Suche. Sie weiß noch nicht, woran sie glaubt. Sie glaubt genau an das, woran ich mal geglaubt habe. Ich traue ihr nicht. Du magst meine Freunde nicht, Brunhilda? Sie sind meine Augen und Ohren hier unten. Also, was ist schiefgelaufen, Brunhilda? Es war doch geplant, dass du Xena angreifst, sobald sie den Ring hat, solange sie noch vom Kampf geschwächt ist und ihn an dich nimmst. Ja, aber es gab Komplikationen. Komplikationen. Meine Raben erzählen mir, du hast dich in ihre Partnerin verliebt. Ist es vielleicht möglich, dass du gedacht hast, wenn du Xena umbringst, kommst du bei Gabrielle nicht an? Diese mistigen Aasfresser. Odin, ich musste Gabrielle was vormachen, damit sie meine wahren Motive nicht erkennt. Du hast mir den Ring nicht gebracht. Aber ich... Ruhe! Ich befasse mich später mit dir. Xena hat die Macht, Götter zu töten. Sie ist auch fähig, sich gegen eine ganze Reihe von Walküren durchzusetzen. Aber sie hat eine Schwäche. Ihre Partnerin Gabrielle. Schnappt sie euch! Und der Ring gehört uns. Und wenn sie nicht tauschen will? Oh, doch, sie wird tauschen. Sonst wird Gabrielle getötet. Wo bleibt Brunhilda? Irgendwas stimmt hier nicht. Die Blonde! Nehmt sie gefangen! Darüber reden. Allein. 35 Jahre. Du siehst wirklich erstaunlich aus, Xena, für eine Sterbliche. Du kommst wegen des Rings. Und du willst deine Freundin. Ich schlage einen Tausch vor. Einen Tausch? Mhm. Ich habe die Walküren angesehen, als Brunhilda sich Gabrielle geschnappt hat. Sie waren genauso überrascht wie ich. Sie handelt auf eigene Faust. Du hast Grinhildas Sohn getötet. Ihren Sohn? Ja. Sie war schwanger, als du sie umgebracht hast.
Sie wird furchtbar wütend sein, wenn sie erfährt, dass du ihn umgebracht hast. Ich könnte mich mit ihr verbünden. Gemeinsam werden wir unschlagbar sein. Also mach schon, gib mir den Ring, Xena, und geh wieder zurück nach Griechenland, wo du hingehörst. Odin, ich bin auf dem Weg zu den Rheinjungfrauen. Ich gebe ihnen den Ring, das bin ich ihnen schuldig. Glaub mir, ich lasse ihn nicht in die Hände von jemandem fallen, der entsagt... Schluss damit! Zwing mich nicht, dich zu töten! Du willst den Ring für dich haben, Odin? Ja. Er sichert meine Macht gegenüber anderen Göttern und Totschlägerinnen wie dir. Ich frage dich, hast du der Liebe entsagt? Nach dir ist mir das nicht besonders schwer gefallen. Dann wär's dumm von mir, ihn dir zu geben. Dann lässt du mir keine Wahl. Du weißt doch, dass du der Liebe nicht mehr entsagen kannst. Das ist dein Untergang. Ich werde Grünhilda Grüße von dir bestellen. Sie bringt Gabriel zum Ostmoor. Gehen wir. Was soll denn das? Odin und die anderen wollten dich wegen des Rings töten. Jetzt muss Xena allein gegen sie kämpfen. Ist Xena alles, woran du denkst? Xena ist meine Familie. Sie ist das Wichtigste in meinem Leben. Gabriel, hör mir zu. Ich bringe die tapfersten Krieger, die in der Schlacht gefallen sind, nach Valhalla. Alles Helden. Aber dein Herz trägt mehr Mut und Wahrheit in sich als jedes andere. Die Schönheit in deinem Inneren leuchtet wie ein Stern. Ich bin beauftragt, dich und Xena zu hintergehen. Aber das kann ich nicht. Jetzt nicht mehr. Du hast mich verändert. Du hast mir die Augen geöffnet und du hast mich genauso verändert wie Xena. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tut mir leid. Ich habe meinen Gott für dich aufgegeben, Gabriel. Grünhilda. Geht es dir gut? Ich weiß, wer deinen Sohn getötet hat. Die Frau, die dich deiner Schönheit beraubt hat. Xena. Ja. Komm. Ich bring dich zu ihr. Wir kämpfen gemeinsam, wie in alten Zeiten. Du willst da Rache üben, oder? Die Verbindung zwischen Xena und mir ist stärker als wir. Wir sind seelenverwandt. Meine Liebe ist stark. Ich kann es fühlen. Ich versuche dir zu sagen, dass Xena und ich füreinander bestimmt sind. Wir haben das nicht in die Wege geleitet. Es ist einfach so. Gabriel! Xena! Ich sehe, dein Herz hängt an Xena. Aber ich werde dir beweisen, wer deine Liebe verdient. Du kennst dich hier nicht aus, oder? Ich hatte nie einen Grund, in dieses Moderloch zu kommen. Aber für Gabriel würde ich durch die Feuer der Hölle gehen. Xena! Das ist sie. Gehen wir da lang. Ja! Gib mir den Ring, Xena. Geh mir aus dem Weg oder mach dich auf was gefasst. Wie du willst. Die Chancen stehen gut. Das finde ich auch. Sucht ihre Freundin und wenn ich es befehle, tötet sie.
Gib mir den Ring, Xena. Dann werde ich deine Freunde am Leben lassen. Hör zu, du kannst uns nicht alle besiegen. Für die Macht des Ringes musst du der Liebe entsagen. Deine Gefühle für Gabrielle werden verhindern, dass er dir von Nutzen ist. Am Anfang ist der Ring für jeden von Nutzen. Ist es nicht so? Ja, aber dann tötet er das Innerste eines jeden, der Liebe nicht entsagt hat. Was liegt dir am meisten am Herzen, Xena? Bist du bereit, es zu verlieren? Ich habe keine Wahl mehr, Odin. Tötet sie und tötet Gabrielle! Sie töten, bevor ich dir meine Liebe beweisen kann. Wofür kämpfst du eigentlich? Du willst meine Liebe gewinnen? Du willst Blut vergießen? Wofür? Für mich? Das nennst du Liebe? Du bist krank. Sie gehen. Aber sie hat den Ring. Er tötet gerade das, was ihr am allermeisten bedeutet. Xena. Odin wird mit allen Streitkräften über Gabrielle herfallen, wenn du den Ring nicht aufgibst. Du musst mir glauben, es ist die ein... Du hast den Ring am Finger. Aber du hast der Liebe nicht entsagt. Nimm ihn ab! Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Der Fluch wirkt schon. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Wie ist mein Name? Wie ist mein Name? Du hast deine Persönlichkeit und deine Erinnerung verloren. Was ist mit Gabrielle? Ich kenne sie nicht. Xena, gib mir den Ring. Warum wollen alle meinen Ring? Xena, gib mir den Ring und alle werden dich in Ruhe lassen.
Danke. Hilda, ich werde Xena finden. Sie wird dich nicht erkennen. Mich nicht erkennen? Was soll der Blödsinn? Sie hat den Ring übergestreift. Nein. Sie hat das verloren, was ihr am meisten bedeutet. Dich. Die Erinnerung an dich und an die Frau, die du aus ihr gemacht hast. Nein. Hier. Er darf nicht in die falschen Hände fallen. Er ist zu mächtig und zu wertvoll. Das bist du auch. Aber so wie ich jetzt bin, kann ich dich nicht beschützen, nicht vor Odin. Er und Grimhilda werden vor nichts Halt machen. Sie werden alle Freunde Xenas töten. So wie du jetzt bist? Ich werde zu einer ewigen Flamme für dich. Nur deine wahre Seelenverwandte kann durch das Feuer hindurch. Du bist in Sicherheit. Siehst du, Gabriel? Du hast mich wirklich verändert. Mich aus. Wer bin ich? Bitte sagt es mir. Wer bin ich?